Hallo und herzlich willkommen zum Schwebebahnsimulator 2013. Hier ist wieder euer Caminero. Ich möchte mit euch heute das Spiel anspielen, euch ein wenig zeigen, wie das Spiel so aussieht. Zur Steuerung kann ich sagen, ich spiele es mit Maus und Tastatur. Und jetzt legen wir einfach mal los und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Wir befinden uns jetzt im Moment hier in der Wartungshalle, wo sich auch das Büro befindet. Im Büro selber kann man eigentlich nicht viel machen. Genauso wie draußen. Ich gehe jetzt einfach mal raus. Man kann sich von außen die Schwebebahnen ein wenig anschauen, aber das war es dann auch schon. Um das Spiel zu starten, muss ich jetzt hier dann zu der Tür eilen und dann geht es auch schon los. So, wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, befinden wir uns jetzt in der Schwebebahn. Hier können wir den Bahnsteig sehen. Um die Türen zu öffnen, muss ich erst die Schwebebahn aktivieren. Damit schalte ich jetzt die Knöpfe ein. So, auch das Licht jetzt. Und den Scheibenwischer. Aber den brauchen wir jetzt nicht, den schalte ich mal wieder aus. Und natürlich das Signalhorn. So, jetzt öffne ich mal die Türen, damit die Leute einsteigen können. Na kommt, steigt's ein. Ich kann auch mal umschalten, damit ihr sehen könnt, wie das die Schwebebahn von innen aussieht. Naja, okay, paar Bugs. Da läuft zum Beispiel einer oder mehrere durch die Stühle, aber naja, ist ja egal. So, jetzt sind alle eingestiegen, dann können wir mal die Türen wieder schließen. Und können losfahren. Ihr habt auch natürlich die Möglichkeit, die Stationsansagen zu machen. Die werde ich jetzt auch gleich machen. Landgerecht. Jetzt fängt es Regnen an, dann schalte ich mal den Scheibenwischer ein. Ich finde, das haben sie wirklich nett gemacht. Das schalte ich mal kurz nach außen, da könnt ihr jetzt mal die Schwebebahn auch noch von außen sehen. Also für Fans der Simulatoren ist das ein Muss. Hier habt ihr zum Beispiel jetzt gerade gesehen, wie ein anderer Zug an uns vorbeigerauscht ist. So, jetzt muss ich mal schauen, wann die nächste Haltestelle kommt, damit ich dann vom Gas runtergehen kann. Ah, die kommt jetzt gleich. Gehe ich jetzt mal ein bisschen vom Gas runter. So, schauen wir mal, dass wir genau vor dem Haltesignal halten. Perfekt. So, dann können wir die Leute einsteigen lassen oder beziehungsweise aussteigen lassen. Hier könnt ihr es von außen noch mal sehen, wie die Leute ein- und aussteigen. So, da kommt anscheinend keiner mehr. Schauen wir mal nach innen. Ah, da steigt doch noch jemand ein. Die wahrscheinlich auch noch draußen. Können wir die Türen wieder langsam mal schließen. Und weiterfahren. Ja, das Spielprinzip ist so aufgebaut, ihr fahrt eigentlich so einen Rundkurs. Bei der Endhaltestelle wendet ihr dann und dann geht die Strecke wieder von vorne los. Aber ich finde, dass es ganz gut gemacht worden ist. Loser.
hier können wir es nochmal von außen sehen. Ich schalte immer nur schnell um, weil ich nicht weiß, wann dann die nächste Haltestelle kommt. Hier können wir nochmal die Schwebebahn von innen sehen. Ja, okay, ein paar Bugs sind natürlich drinnen im Spiel. Oder Grafikaufbauten könnt ihr gut an die Bäume außen erkennen. So, jetzt muss ich mal wieder runtergehen vom Gas. Bisschen zu langsam. Okay, noch ein bisschen Gas. Ja, der Bildschirm ist nicht schlecht, da kann man dann auch, hat man ein bisschen Übersicht, ob die Türen noch aufgehen, weil von außen kann man die Türen nicht öffnen bzw. schließen. Also man muss im Cockpit drin sitzen. Schauen wir nochmal innen rein. So, das passt, dann können wir die Türen langsam wieder schließen. Können wieder zufahren. Hauptbahnhof. Ich finde, dass sie es ganz nett gemacht haben. Die nächste Haltestelle Hauptbahnhof, genau. Wird auch angezeigt, wunderbar. So, jetzt muss ich wieder vom Gas ein bisschen runtergehen, sonst komme ich zu schnell im Bahnhof rein. Ja, ein bisschen zu langsam. Jetzt passt. Wunderbar. Dann öffnen wir mal die Türen wieder. Ihr könnt das jetzt nochmal von außen sehen, wie die Leute ein- und aussteigen. Ich schalte gern mal so bei die Bahnhöfe ein und aus, weil ja, jeder Bahnhof sieht natürlich anders aus. So, wenn dann alle eingestiegen sind, können wir die Türen wieder schließen. Und können wieder losfahren. Also die Bedienung ist wirklich einfach. Honigsmühle. Man bedient eigentlich nur die Tastatur. Man braucht die Maus eigentlich auch gar nicht dafür. Nur die Tastatur, und ist wirklich einfach zu bedienen. Gas runter, ich bin ein bisschen zu schnell. Oh, gerade noch. So, dann öffnen wir mal die Türen wieder. Nochmal von innen sehen. Also die Bedienung ist wirklich einfach. Ich habe vielleicht 10 Minuten gespielt und dann habe ich schon einwandfrei fahren können. Das ist wirklich einfach. Also für die Leute, die wo ja
das ist das erste Mal spielen, kein Problem. So, dann geben wir mal wieder Gas. Und auf geht's zur nächsten Haltestelle. Robert Daumplatz. Hier kann man auch schön von innen die Fahrerkabine sehen. Oh, vollen Tempo einer vorbeigezogen wieder. Wieder vom Gas ein bisschen runter, ich bin ein bisschen zu schnell. Aber das passt. Ich finde den Simulator haben sie ganz nett gemacht. Ist jetzt nicht einer der guten Simulatoren, aber man, ja, ein Spaßfaktor ist auf jeden Fall dabei. So, jetzt schließen wir mal die Türen wieder. Pestalozzi-Straße. Ich weiß jetzt nicht, ob man da auch im Dunkeln fahren kann. Das weiß ich nicht. Ich habe es nur mal kurz angespielt. Und habe dann gleich das Video gemacht. Aber mich würde mal eure Meinungen interessieren, wie ihr den Simulator so findet. Oder was für euch der beste Simulator im Moment ist. Also zu mir... Zu meiner Meinung gehören, ja, zu den besten Simulatoren ist natürlich der Flugsimulator und ja, der Train-Simulator finde ich recht gut. So, jetzt muss ich ein bisschen wieder vom Gas runtergehen, ein bisschen zu schnell wieder dran. Oh, das könnte knapp werden. Nee, passt noch. Schließen. Ah, da steigt noch jemand ein. Jetzt können wir es zumachen. Oder kommt noch jemand? Nee, was können wir zumachen? Man muss ja wirklich sagen, man wird zurzeit wirklich überschüttet mit Simulatoren. Also für jede, für jedes irgendwas gibt es ein Simulator, das ist schon Wahnsinn. Westende. Also für mich der schwerste Simulator ist ganz klar der Fly-Simulator, also der ist schon heftig. Da muss ich sagen, da habe ich es bis jetzt auch erst nur geschafft zu starten, aber es landet nicht. So, jetzt muss ich wieder vom Gas runtergehen. Bin ein bisschen zu langsam dran. Ein bisschen nochmal Gas geben.
Abfahrtsbus. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzusehen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich gerne anschreiben. Ich antworte sehr gern. Ihr könnt mich auch gern abonnieren, würde ich mich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Gameplay, euer Caminero. Ciao, Leute.